Flüssiggas gibt es hier heute für 93,9 Cent, wie man da oben sehen kann. So, jetzt geht es erstmal weiter. Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt hier auf Tour auf der A46 Richtung Neuss. Und wo es heute lang geht, das verrate ich euch, wenn ich an meinem Parkplatz angekommen bin. Also, bis gleich. Wo wir heute sind, wir sind hier heute bei Neuss. Hier geht es an der Erft lang Richtung die ehemalige Kanonenbahn. Da hat sich eigentlich so eine Art Fahrradweg selbst gebildet. Also der ist nicht wirklich gemacht auf der ehemaligen Bahntrasse. Ja, der hat sich so eingetreten oder eingefahren durch Fahrradfahrer. Den fahren wir so ein Stückchen weit Richtung Süden und dann biege ich ab und werde dann über Grevenbroich zurückfahren. So, okay. Ach ja, in Grevenbroich hoffe ich, werde ich dann leckeres Eis essen. Schauen wir mal. Also, auf geht's. Ich werde jetzt mal, wie gesagt, mein Picknick hier machen. Wie gesagt, ist jetzt hier eigentlich am Anfang der Tour. Aber okay, sei es drum. Weil es ist ja auch schon 2 Uhr und ich habe jetzt Hunger. Hunger, Durst. Weil, ja, das wäre natürlich gar nicht gut, wenn ich als, als Regisseur und Filmproduzent dann jetzt hier bedingt durch meinen Hunger ausfallen würde. Ne? Geht ja gar nicht. Also, so, dann will ich euch noch mal hier den Barfußpark zeigen. Ich hoffe, man sieht das hier so ein bisschen. Also hier ist dann wohl so eine Art Barfuß-Rundkurs. Ja, hier ist dann so ein Kies-Trampelpfad, wie man so sieht. Und da hinten ist dann, da weiter hinten, da ungefähr, da ist dann so eine Sandbank oder was auch immer, so verschiedene Belagsunterflächen, aber immer wieder sehe ich so kiesige Betten, da hinten auch schon wieder eins. Da. Ja, das ist also hier dieser Barfußpark. Also wer es mag, kann ja dann hier mal seine Barfußrunden machen. Ja, hallo nochmal hier vom Schneidetisch aus. Ja, wie gesagt, am Anfang der Tour habe ich direkt mal ein kleines Picknick gemacht und mir mein belegtes Brötchen, was ich unterwegs schon in meiner Lieblingsbäckerei geholt habe, und Kaffee to go. Ja, weil es war ja schon 14 Uhr. Ja, den Barfußpfad habt ihr ja auch gesehen bei Neuss. Und hier eine Kanu-Strecke mit einer Stromschnelle. Wie schön! Ja, und die Kanu-Strecke, die gibt es am Ende des Filmes nochmal, weil ich dieses Stückchen hier, was ich jetzt hier auf dem Hinweg am Start der Runde, wo ich mich jetzt drauf befinde, werde ich zum Teil ja auch wieder auf dem Rückweg vorbeikommen. Ja, hier hätte ich jetzt eigentlich links abbiegen müssen. So läuft zumindest der Radweg, aber ich habe mich entschlossen, hier lang zu radeln und die Drohne fliegen zu lassen.
und weiter geht's. Ja, übrigens hier ein schöner, uriger Radweg, wie ich finde. Diese Stelle nannte jemand in Komoot die Stille Erft. Kann man das eigentlich sehen hier? So, jetzt sind wir auf dem Weg zur Eppinghofer Mühle, aber zuvor nochmal hier diese blöde Straßenquerung. Ja, die Eppinghofer Mühle, hier im Bild zu sehen, geht an dieser Stelle zurück bis ins 13. Jahrhundert. Heute werden hier Paniermehl und Panaden hergestellt. Ja, und gerade rechts zu sehen war Jacques Weindepot. Der Laden, ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut, hat samstags offen, sonntags und montags leider nicht. So steht es zumindest bei Google. Ja, und jetzt sind wir auch schon hier im nächsten Örtchen. Das nennt sich Helpenstein, was ich hier gerade durchfahre. Ja, und in Knotenpunkt 92, wem auch immer das was sagen wird. Ja, eigentlich hätte ich hier komme ich übrigens später auf meiner Runde wieder zurück, wollte ich eigentlich hier schon auf der Kanonenbahn sein, aber leider habe ich mich da irgendwie ein bisschen verfahren, aber macht nichts. Neben dem Bahndamm, hier gerade drunter hergefahren, kann man auch rechts und links neben diesem Damm relativ gut fahren. Ja, leider habe ich jetzt natürlich hier die Westseite und das ist so ein bisschen die Sonnenseite. Ein Stückchen weiter südlich habe ich es dann endlich geschafft, hier auf den Bahndamm drauf zu kommen, an dieser Stelle. Das ist jetzt hier bei Neukirchen. Und nach ca. 8,8 Kilometer von meiner gefahrenen Strecke. Ja, ihr seht, leider geht es immer mal ein bisschen rauf und runter, weil man einige Brücken, die zum ehemaligen Bahndamm, also beziehungsweise zu diesem Bahndamm, dem Bahndamm seht ihr ja noch, weggemacht hat. Ja, zu meiner Überraschung hatte man den Bahndamm wirklich ganz toll. Ich habe das ja am Anfang mal gesagt, den Belag gemacht und ich war also total begeistert. Ja, ich bin jetzt übrigens hier schon bei Nettesheim. An der Ziegelstraße steht hier, bin ich abgefahren und fahre jetzt einen kleinen Schlenker, beziehungsweise ich muss jetzt hier, wie gesagt, nach 17 Kilometern bin ich dann von meiner Tour abgebogen von dem Bahndamm und versuche mich jetzt hier so ein bisschen Richtung Westen durchzuschlagen. Ja, das sind dann so circa 13 Kilometer bis nach Frimmersdorf. Ja, und die Wege, die ich mir da leider in Komoot, beziehungsweise nicht leider, die ich mir in Komoot ausgesucht habe, die sahen eigentlich im Satellitenbild besser aus. Und ich habe gedacht, okay, das sind von den Bauern Wirtschaftswege, die wird man ja wohl fahren können. Aber ihr seht, holla die Waldfee, das war also schon ganz ordentlich hier. da habe ich mich tatsächlich dann durchquälen müssen. Kann man auch anders fahren. Ich hätte da auch neben dieser Hauptstraße, da gibt es einen separaten Radweg langfahren können. Aber naja, okay, ich habe wieder was dazugelernt. Sollte man vielleicht nicht immer benutzen, diese die Feldwege sehen manchmal besser aus, als sie sind. Bei Kilometer 25 süße Gänse. Ja, wie gesagt, besser aus, als sie sind, sehen besser aus, als sie sind. Ist das Knotenpunkt
32. Also hier geht es lang Richtung Frimmersdorf. 3,7 Kilometer und Neurath 2,1 Kilometer. Ja, das hier auch übrigens kam mehrmals vor, weil die Bauern die Felder bewässern. Ja, links war so ein komischer Kasten, der zog sich die ganze Zeit hier parallel links von mir hier entlang. Ich nehme mal an, das sind die Förderbänder aus diesen riesigen Tageabbaugruben, die da transportiert werden und sind hier auch abgedeckt. Oh oh, ein Fahrradskelett. Ja, ein Skelett, ein Fahrradskelett sieht man auch selten. Ja, Scherz beiseite. Ja, was ich wie gesagt noch sagen wollte, sie sehen besser aus als sie sind, war bezogen auf in Komoot, weil ich mir dann auch da die Satellitenansicht ansehen kann. Und tja, das sah dann tatsächlich besser aus, als es in echt war. Ja, jetzt geht's hier tatsächlich denn auch schon an der Erft entlang. Ihr seht das hier. Wunderschöner Blick. Dann habe ich hier auch mal einen Spezialeffekt versucht. Ich habe hinten am Fahrrad mir so einen Kamerahalter gebaut. Aber so richtig prickelnd ist es, glaube ich, nicht. Naja, zumeist hat die Kamera dann ihren Dienst versagt, beziehungsweise der Gimbal hat sich aufgehangen nach einer Weile durch die vielen Erschütterungen. Aber ihr seht ja, wunderschöne Gegend jetzt hier ab der Erft. Wenn man mal das Stück von 13 Kilometer da von der Kanonenbahn bis nach Frimmersdorf war nicht so schön, aber hier ist es dann auch an der Erft schön grün, viel Baumbestand. Ja, hier noch sah fast aus wie so ein kleines Stadttor. Und man ist auch wirklich sehr gut ohne viel Straßenverkehr dann hier mitten im Zentrum von Grevenbroich. Ja, hier war eine Konditorei. Ihr wisst ja, ich bin Kuchenfan. Und da habe ich mir natürlich eine schöne Marzipan-Kuchenschnecke geholt. Und dann gab es anschließend noch ein leckeres Eis natürlich. Ja, was diese Figuren hier auf dem Marktplatz, nehme ich mal an, von Grevenbroich auf sich haben, habe ich jetzt noch nicht gegoogelt. Wer es weiß, kann es ja mal bitte in die Kommentare reinschreiben. Wäre schön und nett. Ja, hier jetzt wohl der Stadtpark, wenn man so will, glaube ich, von Grevenbroich. Da gab es tatsächlich dann eine tolle Streuobstwiese. Also ich war total begeistert, muss ich sagen. Habe ich natürlich auch noch mal die Drohne fliegen lassen. Und das auch mal eine Drohnenaufnahme. Also das ist jetzt keine Stativaufnahme, sondern von der Drohne aus. Ja, und hier mal noch eine Flugszene mit Blick, ich hoffe, das müsste, ja, das ist, glaube ich, Grevenbroich. Ziemlich schön grün. Gefiel mir richtig gut. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so schön angenehm war, da die Stadt zu durchfahren. Ja, hier natürlich die Landung der Drohne mit Schatten. Fand ich ganz lustig. So, und nun geht's weiter. Einmal über die Erft. Ab und zu klingel ich auch mal, weil man kann durch das Laub gar nicht immer alles sehen, wer da um die Ecke kommt. Und bevor ich da mit jemandem anders auf dem Fahrrad zusammenpralle, da möchte ich eigentlich vermeiden. Ja, gleich kommt ein wunderschönes Stück, ist ein schmaler Weg, da werde ich mal nichts zu sagen
genießt es einfach mal. Ganz toller Uferweg, bestimmt nicht zum Radfahren gedacht, aber einfach schön. Hier habe ich ein bisschen öfters geklingelt, weil ihr seht, das geht hier steil berghoch. Und falls denn mal jemand mit dem Fahrrad auch hier längs kommt, ist das ein bisschen gefährlich. Ja, das war noch Wevelinghofen. Ein Stückchen musste ich da noch durchradeln. Ja, und hier zwischendurch noch eine wunderschöne, ja, Wiese mit Pferdchen drauf, richtig idyllisch, ganz toll. Ja, selbst unter der Woche ein paar Radfahrer. Ja, hier hat man wirklich ganze Arbeit geleistet. Da war der Belag mit richtig, richtig groben Kieselschotter. Ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt. Ja, hier wunderschöne Landschaft. Ja, hier der Weg, wieder mal ein Feldweg. Ihr seht, Abenteuer pur. Ja, ich hatte ja gedacht, ne, in Komoot guckt man sich dann den Weg noch als Satellitenbild an. Und dann denkt man, ja, okay, da kannst du herfahren, weil das ist dann irgendwie im Frühjahr oder Herbst, da sieht die Fahrspur, da sieht man die wirklich. Das war also wirklich für zweiräderige Fahrzeuge hier, ich denke mal für den Bauern sein. Ja, übrigens hier ganz tolle, waren mal ein paar andersfarbige Rinder und hier die Jägerhütte. Übrigens die Bilder gibt es auch in dem Komoot-Link, die ich jetzt hier fotografiert habe. Die habe ich jetzt hier im Video nicht extra eingefügt. Wenn ihr den Komoot-Touren-Link benutzt. Na, das ist ja mal ein Weg. Ja, ob, genau, da Frage habe ich mich gefragt. Also ich habe gedacht, es geht nicht mehr schlimmer, aber tatsächlich war da noch ein Weg. Also wie gesagt, die Fotos unter meinem Video findet ihr ja den Link nach Komoot. Da könnt ihr euch dann die Bilder angucken. Ich habe es jetzt hier nicht extra eingefügt. Ja, hier bin ich jetzt wieder an der Stelle, wo ich ziemlich am Anfang des Videos gesagt habe, hier werde ich zurückkommen. Ja, das ist dann unter dem Bahndamm her, ging das. Ja, und hier war tatsächlich in der Schafherde ein schwarzes Schaf. Also wie gesagt, die Fotos findet ihr in dem Komoot-Link, wo die Tour ist. Ja, hier bin ich dann auch auf dem Rückweg. Hier nochmal die, war es glaube ich, die Eppinghofer Mühle. Mit dem geradeaus hier das Jacques, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Hier links übrigens noch Kloster Eppinghofen. Ja, also wie gesagt, die Mühle. Hier nochmal ein schönes, wunderschöner Blick hier. Das sind so Teilabschnitte, ne, von der Erf, die ich echt ganz, ganz toll finde. Also sehr schön. Ja, jetzt kommen wir hier nochmal an die Kanustrecke.
Ich habe mal versucht zu googeln, habe aber nicht viel rausbekommen können. Ich denke mal, die gehört einem Verein. Ja, so sieht das dann aus, wie die hier versuchen zu üben und zu paddeln in der Strömung. Ja, und mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden. Würde mich über ein Abo von euch freuen. Und Daumen hoch, wenn es gefallen hat. In dem Sinne, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal und tschüss.